Monster geben dir ganz normal Fleisch und Knochen. Du kannst Tieren Zähne und Klauen abnehmen. Kann ich doch sowieso schon. Mal mir egal, ich lehne das trotzdem. Weil wegen können wir dann verkaufen. Okay, jetzt ist er dran. Ne? Hallo. Ja, hallo. Du bist Jäger, richtig? Und du bist ein Kleriker. Ja, ich habe hier ein Stück Fleisch für dich. Rohes Fleisch? Das kann ich immer gebrauchen. Wie viel hast du denn? Einige. Was willst du dafür haben? Ich will gar nichts dafür. Es ist mehr dafür gedacht, dir zu helfen. Ah, sehr gut. Dann gib mal her. Ich werde es später weiterverarbeiten. Aber Moment. Du kommst nachher nicht angewackelt und willst doch noch was dafür haben, oder? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist irgendein Kerl von oben, dem ich einen Gefallen schuldig bin. Nein. Nein, ich, Dann ist ja gut. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Ist notiert. Das war ja ganz einfach. Gleich noch einmal. Aber bei einem guten Kandidaten, wenn es keine Umstände macht. Wenn es dir hilft. Jetzt? Bist du jetzt fertig mit deinem Experiment, menschlicher zu werden? Ich denke, ich habe jetzt erst einmal genug Daten gesammelt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie sieht's denn aus mit deinem Fortschritt? Ihr Menschen würdet sagen, eher durchwachsen. Es gibt für mich bisher keinerlei Regel, nach der ich jetzt voraussagen könnte, wer von den Kandidaten positiv auf mein Geschenk reagiert und wer nicht. Ich fürchte, ich habe immer noch viel zu lernen und noch eine Menge Hürden zu nehmen. Na, dann bin ich ja mal gespannt auf deine nächste Hürde. Ich auch. Bis dahin werde ich erst einmal die Daten auswerten, die ich gesammelt habe. Okay. Ich sollte mal Tab in das Log gehen, ne? Und dann lass uns mal den hier gucken. Ja, jetzt muss ich zurück zum verrückten Professor, ne? Mit dem sagen, dass ich die kritisierten Kritter wegkritisiert habe. Wir haben lange nicht mehr gekämpft. Wir lassen mal wieder Zeit, ne? Ich hab gar keine Waffe ausgerüstet. Den wollen wir noch schnell hinflitzen zu dem Mann. Komm den Formern und ihren Kreaturen erst einmal nicht zu nah. Bist du wieder angemessen zu... Weiß ich. Das Umland um die Bastion sollte jetzt sicher genug sein. Gut. Dann sollten wir uns als nächstes um die maroden Gemäuer kümmern. Ich weiß, dass irgendwo im Vorlager der Bastion ein ausrangierter Baumeister haust. Ob er früher einmal für die Instandhaltung der Gemäuer verantwortlich war, weiß ich nicht. Doch sollte man ihn genau dafür rekrutieren können, würde uns das einen großen Schritt nach vorne bringen. Der Name des alten Baumeisters ist Gardok, glaube ich. Ich weiß, ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, ich arbeite derweil weiter an dem Studium deiner Infektion. Dann wird es Zeit, dass wir uns besser organisieren. Wir beide haben unsere Aufgaben und können uns kaum um andere Dinge kümmern. Je mehr Menschen die Bastion beherbergt, desto eher braucht es eine gute Führung. Wir brauchen einen guten Feldherrn, der die ganzen Kämpfer unter Kontrolle hält. Ist die Anarchie unter den Leuten hier erst einmal so richtig ausgebrochen? Ist unser kleines Projekt der sechsten Macht schon gescheitert, bevor es richtig angefangen hat? Okay, schon wieder einen Feldherrn suchen. Okay, warte, bevor ich ihm das sage. Komm den Formern und ihren Kreaturen erst einmal nicht zu nah.
fällt her. Selbst wird vermutlich die meiste Zeit anderweitig beschäftigt sein, also muss ein guter, starker Anführer gefunden werden, den neuen Rekruten. Machen wir erstmal den auf. Warte mal. Das hast du schön gesagt. Da bin ich doch gleich viel motivierter. Das ist nur eher, ne? T-Hulk. Ja, sonst haben wir auch noch keinen getroffen, ne? Ich lasse es dich wissen, sobald ich etwas Neues zu berichten habe. Für den Posten des Feldherrn hätte ich schon einen geeigneten Kandidaten im Sinn. Den Warlord T-Hulk unten am Weltenherz. Er wäre wie geschaffen für diese Aufgabe. Ich weiß aber nicht, ob er sich auf deinen tollen Plan einlassen wird. Hey, es ist auch dein Plan. Ohne dich wird er mir alleine nicht gelingen. Das weißt du auch. Okay. Und Gardok, war der unfreundliche Typ in dem Haus da unten? In dem Haus da unten... Da unten... Jetzt, warte, ich bin... akut orientierungslos, wie immer. Muss nur den Eingang finden, dann weiß ich wo. Da. Der war hier vorne um die Ecke. War das Gardok? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, weil mir auf den Sack gegangen ist. Ich hab auf, wir haben auf alle Fälle seinen komischen Hammer schon mal gefunden. Oh ja, tatsächlich. Was willst du denn noch? Der alte Mann sagt, du seist ein Erbauer. Was? Wer sagt das? Der alte Mann? Du redest von Adam? Ja, von mir aus auch Adam. Oh Mann! Ja, verdammt! Seinerzeit war ich der beste Baumeister im Fort bei den Outlaws. Ich habe da damals einen Großteil aller Palisaden und Wellblechbuden hochgezogen. Aber meine Dienstzeit ist schon lange vorbei. Was machst du denn hier? Mann, Junge, irgendwo müssen wir alten Knacker nun mal hin, bevor wir den Löffel abgeben. Nicht, dass ich das vorhätte, aber eigentlich dachte ich, dass ich hier meine Ruhe habe und mir keiner auf den Sack geht. Tja, habe ich mich wohl geirrt. Du warst bei den Outlaws? Ja, Mann. Aber mit denen bin ich fertig, sag ich dir. Als die Berserker damals das Fort übernommen haben, waren die fetten Jahre für mich vorbei. Es wurde Zeit zu verschwinden. Hier draußen ging mir bisher niemand auf die Nerven. Und so wurden die Ruinen hier zu meiner Heimat. Was müsste man dir zahlen, damit du deinen Job wieder aufnimmst und die Bastion instand hältst? Ihr wollt, dass ich eure Rumsbude da fit mache? Ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, Leute! Der ganze Mörtel ist lose und von den tragenden Elementen wollen wir gar nicht erst sprechen. An eurer Stelle würde ich das Ding nicht mehr betreten. Es könnte jeden Moment in sich zusammensacken. Du machst es oder ich polier die Fresse. Wir könnten für deinen Schutz sorgen. Jetzt pass mal auf, Freundchen. Damit beeindruckst du mich nicht. Also gib dir erst gar keine Mühe. Das Einzige, was mich noch hinterm Ofen hervorlockt, ist meine Arbeit. Na dann, in der Bastion hättest du reichlich davon. Aber doch nicht bei dem Ding da oben. Die Bastion ist lebensgefährlich. Das ist glatter Selbstmord. Ein Standortwechsel ist keine Option. Hör zu. Du willst etwas von mir, oder etwa nicht? Hier werden bald ein paar finstere Gesellen aufmarschieren und die werden dir auf die Pelle rücken. Na gut. Ich werde mir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, okay? Hey, hör mal. Ich weiß, ihr seid ziemlich dickköpfig und damit kenne ich mich aus, glaub mir. Wenn ich den Job des Baumeisters wirklich übernehmen sollte, und ich sage nur, wenn, dann bräuchte ich besseres Werkzeug. Dieser alte Krempel hier wird mich kein Stück voranbringen. Ich soll dir Werkzeug besorgen? Pass auf, das meiste kriege ich schon irgendwie hin. Aber ich brauche einen vernünftigen Schlaghammer, Leute.
Mit so einer abgenutzten Gurke wie meiner alten hier ziehe ich doch keinen Hering mehr vom Teller. Ich habe hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht... Oh, aber gut. Das ist schon ein ziemlich guter Hammer, in der Tat. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Kalk... was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schaue mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Fantastisch. Ja, fantastisch. Legendärer Mörtel des Baumeisters soll hier irgendwo sein. In der Nähe. Ach, gleich da drüben. Ja, easy. Ja, dann... Das ist ja nicht so schwer. Aber warte mal, wenn der jetzt gerade einen Verschwindibus macht... Den lass uns doch mal gucken. Ob wir irgendwas gebrauchen können, nicht? Und der rafft das doch eh nicht. Zum Beispiel das Elixit hier, das braucht er nämlich gar nicht. Und den Bolzen braucht er auch nicht. Und den Heiltrank nicht. Und den auch nicht. Und das braucht er doch auch nicht. Guck mal, das Schwert da unten. Braucht er ja im Leben nicht. Und die Plasmazellen noch auch für weniger, du. Ich glaube, ich werde bekloppt. Hier, da steht einfach so eine Truhe rum. Was, wenn da einer beigeht? Und einfach alles rausnimmt. Guck mal, einfach so, zack, dann ist das weg. Was ist das denn? Das ist aber nicht sicher. Das nehme ich mal lieber an mich. Nicht, dass das einer wegklaut. Das wollen wir nicht, ne? Das wäre ungünstig. Hier so ein Kartoffelsalat, ne? Ich stelle dir mal einen Kühlschrank. Kaugummi. Den Honig. Ich räume dem einfach mal die Bude leer, weil der ist jetzt gerade weggegangen. Ne? Und hat einfach die Tür aufgelassen. So, also nicht, dass da irgendeiner kommt nachher, ne, und alles wegnimmt, du. Da nehme ich die Lachen, da, also da packe ich die mal lieber in meine Tasche und passt darauf auf, nicht? Nicht, dass dort wegkommt nachher. Das wäre ja nicht so gut, nicht? So, ich speichere mal, nicht? Und, den müssen wir da rüber, nicht? Also nach unten, nicht? Ich glaube, hier werden doch hier noch ein paar mehr Leute wohnen, nicht? Oh, ist schon wieder spät, die sehe ich gerade, ne? Ich glaube, wir müssen mal eben ins Bett, nicht? Ja, ja, ich glaube, hier kommen nachher... Ich höre mal jetzt auf, so zu reden, ne? Ich glaube, hier werden nachher ein paar mehr Leute wohnen. Das ist auch ganz schön. So, kann ich dann irgendwo mal eben ein Nickerchen machen? Das sieht aus wie ein Bett. Und dann bis zum nächsten Morgen. Ein bisschen schlafi, schlafi. Wir können auch nachts rumlaufen, aber... Da ist immer so dunkel. Aber wir machen mal Nachtwanderung. Weiter geht's. Ja. Wir machen auch bald eine Nachtwanderung. So, da sieht's sehr kalksteinerig aus. Ich glaube, das wird nicht... Da ist irgendwas. Oh, da. Ah, oh, Falk regelt. Easy. Falk, der regelt das schon. So, ich schwimme mich mal hier runter. Falk. So, wir machen jetzt ja schon mal einen guten Schaden, nicht? Oder sind, wie hießen die? Skillex oder so? Oder Skrillex? War nicht gerade einer? Da ist einer. Und da hinten habe ich auch gerade noch einen gesehen. Hallo. Falk. Wo willst du hier hin? Ja, das hat ja gut geklappt.
Ja, Falk, hast du gut gemacht. Das hier sieht zum Sammelbau. Das. Plündern. Habe ich noch? Ja, ein bisschen. Zack, einmal rauf da. Einmal speichern. So, was haben wir denn hier? Klein Heiltrank. Ein Ventilator. Eine Zigarette. Bisschen Eisenerz. Ich dachte, er wollte Kalkstein haben. Nehmen wir mal mit hier so eine olle Spitzhacke. Warte, hier. Hochprozentiger Kalkstein. Ich glaube, die Mine hier werden wir noch erschließen. Warte, warte, warte. Hier war noch mehr. Baryllium. Amazit. Amazit und Hamazit. Nochmal speichern. Ich weiß, hier rannte noch irgendwo. Da hinten. Was ist das denn? Das ist so ein Nachtschatten. Guck mal, hier ist noch so einer. So ein lumpiger. Na, Captain Hayupai. Oh, der ist böse. Da muss ich ja mal einen Trank nehmen. Rosa. Jetzt geh doch mal Falk los. Falk. Schnapp ihn. Ruhig oder was? Ja, los jetzt, Falk. Schnapp ihn dir doch mal. Der ist fertig, der Falk. Oh, da ist auch so einer. Oh, der kotzt mich gleich an, los. Das ist aber ganz schön gefährlich hier, nicht? Jetzt auch nicht unbedingt ungefährlich aus. Ich helfe dir. Oh, die haben gar nicht mehr so eine Range. Ich bin direkt hinter dir. Ein Kampf. Ein Kampf. Fabulös. Da drüben! Mist. Da nehmen wir so viele Pfeile. Ja, halt Knorke, wenn Falk da mal eingehen würde. Ich greife an! Ja, mach doch mal, Falk. Ein Kampf! Falk, du bist ja unhilfreich. Ich sag's nur mal, ne? Nehmen wir das Kraut hier mit. Okay, dann machen wir mal wieder einen Schuh. Weil offensichtlich ist Falk gerade ein bisschen am Leiden. Weil sie diese komische KI hier hat, offensichtlich Wegfindungsstörung. Die einfach Feuer hat, ne?
ihr denn da? Hallo? Nein, ich hätte ihn doch fast gehabt. Verdammt. Oh Mann. Muss ich den hier wieder looten, ne? Ach Mann, oh. Wo war jetzt? Komm, Falk. Oh. Muss er weg? Oder nicht? Oh, guck mal hier. Dann nicht. Das ist immer sehr ärgerlich, ne? Wenn man so kurz davor ist, den zu schaffen und dann, ja, legt er einen doch noch um. Hier, was ist mit dir? Nice. Aber bringt nicht viel. Okay, dann können wir uns eigentlich mal wieder. Wolf. Wieder nach oben teleportieren. Zum Baumeister, wo auch immer der gerade rumlungert. Was ist das hier eigentlich? War ich hier schon mal? Ach so, ja, hier war ich schon mal. Eigentlich auch irgendwo ein Tresor. Da war ich schon dran. Da war ich auch schon dran. Ach hier, warte mal, wir können hier ein Kartenstück aufhängen jetzt, ne? 5, 6 und 8. Toll. Ich weiß nur nicht, was es bringen soll. Wenn wir nachher alle haben. Noch was zu vermelden? Mach dir keine Sorgen. Nö. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann, Mann! Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja, ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. So, jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Genau, Dawkins regelt. Irgendwas wollte ich gerade noch. Ach so, ja, hier. Der soll mal Mauern hochziehen, ne? Bastion hin oder her. Bringt uns nur nicht allzu viel. Hier, Moment. Hab ich noch? Ich habe kein Fleisch mehr auf dem Slot. Warte. Wovon haben wir denn so schön viel? Von gar nichts. Bier. Vor 4 ein Bier, nach 4 viel Bier. 20 Gesundheit, oh, ist nicht so viel. Gebratenes Fleisch haben wir noch 3. Bräuchten eigentlich auch mal mehr Rezepte, ne? Ich hoffe, du kommst. Schnauze. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser, du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Am besten, du konsultierst deinen Adjutor. Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen.
Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden. Ich hoffe, du kommst gut voran. Wenn nicht, dann wirst du eben mit anpacken müssen. Du offensichtlich ja nicht so. Wenn die Skynes erst einmal verstehen, was wir hier tun, dann werden sie mit geballter Kraft gegen die sechste Macht vorgehen. Also, lass dir nicht so viel Zeit und erledige ihre Spähtrupps so schnell es geht. Boah, Junge, du verlangst aber ganz schön viel. So, bevor ich das mache, möchte ich aber erstmal hier rüber gucken. Weil hier haben wir nämlich einen Teleporter gefunden. Und da war ja was. Zum einen steht da noch eine Blume und zum anderen hat er eine Lichterkette aufgestellt. Sind hier jetzt neue Viecher? Bis jetzt noch nicht. Okay. Da oben ist noch ein Lager. Ah, sehr gut. Hier kann ich schon mal kochen. Rezepte habe ich nicht, ne? Das ist so richtig, ne? Dann brate ich mir mal eben mein Fleisch fertig hier. Ich muss halt auch Essensrezepte finden, ne? So, was haben wir denn hier? Ein Bild. Toll. Komisch, die Krüge kann ich gar nicht mehr mitnehmen, ne? Muckefuck. Ach, hör doch auf. Salat. Geil. Ah, die hätten die Kiste dann leer machen sollen, ne? Fände ich besser. Da hinten sieht aus, ob da einer abgekratzt ist. Ne, war nur Pilze. Okay. Zurück. Pennen könnten wir machen. Oh, guck mal, hier hat sich noch ein Heiltrank versteckt. Hier 100 Bier mit. Ich wusste gar nicht, dass es Bier noch gibt nach 160, nach 167 Jahren der totalen Vernichtung anscheinend. Einprägsame Region. Ach, das Haus gehört zu uns. Okay. Ja, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Lager. Hier Amphitheater war das, ne? Oh, nice. Und Käse. Darf ich alles mitnehmen? Doppel. Boah, haben die viel Essen. Wie geil. Das war eine Kasse. Ich mach ein Theater hier. Leck mich am Arsch. Benutzen. Muss ich jetzt gerade nicht. Habe ich gerade gekocht? Das ist ja schön hier. Becher, Riesenkraut, Blumentopf, Zigaretten. Schwarzgebrannte. Ich hoffe, wir kriegen hier gleich eine Aufgabe. Ah, mein Kopf! A brain. The way I walk is with a cane. The wind it blows, it takes me in. And times it turns, it makes me thin, yeah. My life is going down the drain. My wife, you know, she went insane. My kids are messed up in the brain. But when I'm high, I feel no shame. When my mind won't hold still, when I feel the sickening chills, when I feel I've had my fill, every voice I hear is shrill. I call myself with whiskey and pills.
The people I know, their numbers change. Their view of me is rearranged. The way I see, they're really strange. I've got no reason to play their game.